Willkommen zurück zum nächsten Game, und zwar Game Dev Story. Ihr seid ein Spieleentwickler und versucht halt immer coole Spiele zu entwickeln. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Ich werde euch meinen fortgeschrittenen Spielstand zeigen und anhand dessen noch ein bisschen was erklären, wie das funktioniert. Da die Debi Studios. Deswegen läuft schon 10 Jahre soweit. Ihr seht jetzt gerade mein Büro. Ich habe momentan 8 Mitarbeiter, die man halt immer austauschen kann, was sie jeweils machen. Man fängt an mit 4 und arbeitet sich dann quasi hoch. So, und im Grunde macht er immer Folgendes, und zwar... Ach genau, mein Spiel 24 wurde schon 1,5 Millionen Mal verkauft. Also ihr geht rein und macht, entweder nehmt ihr einen Auftrag an, wo dann unten rechts seht ihr Fun und Graphics, die müsst ihr halt erwirtschaften, die Sachen, dann habt ihr den Auftrag halt erledigt. Aber ich werde das einmal zurückgehen und wir machen ein Spiel. Und zwar New Game. Jetzt kann man sagen, welche Konsole. Man muss sich, also es kommen immer auch neue Konsolen raus. Super NES. Ich denke mal, Super NES ist einfach damit gemeint. Dann gibt es hier auch noch den PCT Fox, Virtual Kit, Play Status, ist die 1. Allerdings muss man dafür mal Lizenzen holen. Hier kostet zum Beispiel 10.000 für das ganze Kit, was man da braucht. Und hier sind die anderen Geräte. Aber wir entwickeln jetzt für den Super IES. Da kostet eine Entwicklung schon mal $600 da unten. Oder $600.000, sind ja immer K hinten. So, jetzt können wir erstmal das Genre wählen. Und Pop, also Pop, seht ihr auch, wie aktuell das gerade ist, populär. Deswegen, ich werde jetzt mal einfach irgendwas machen. Warte mal. Irgendwas, und jetzt suche ich mir was aus. Wir nehmen mal Motion, das kostet richtig was. Motion, und wir nehmen noch ein ganz neues Ding, und zwar Mystery Rosie, nee, Golf Marathon. Na komm, Motion Golf Spiel. Bestimmt super scheiß, was ist da raus, und hier kann man halt noch einen Bonus reinpacken, da wird es nur teurer. Ich will ein qualitativ hochwertiges Spiel, 30% mehr. Ich meine, wenn er halt normal anfängt, dann habt ihr halt weniger Auswahlmöglichkeiten an Genres und an Szenen und sowas. So, das sind jetzt meine Schreiber. Die sollen jetzt erstmal einen Grundsatz für das Spiel machen. Da muss man gucken, dass man ein Szenario relativ hoch hat. Da der Producer. So, und der gibt jetzt Gas. Und mehr ist das eigentlich auch nicht. Die machen den ganzen Tag nichts anderes, als da rumsitzen. Und aus denen ihren Computer kommen Symbole raus. Das erste Symbol ist zum Beispiel Spaß und das nächste ist Kreativität. So. Jetzt freuen die sich. Und jetzt fängt das eigentlich Entwickeln an. Jetzt arbeiten die alle und man sieht auch immer die Symbole, die aufploppen. Oh, Game Dex. Game Dex ist eine Spielemesse. Und da kann man jetzt auswählen, wie man sich halt bewerben möchte. Ich nehme einfach Kostüme, weil das andere ist mir noch ein bisschen zu teuer. Jetzt macht man quasi einfach nur Werbung für Debi Studios. Unten rechts, also hier sieht man auch, wie viele Leute das gerade besuchen, den Stand. Boring. Okay, ich glaube, neuen Rekord habe ich gleich. Und dann kriegt man halt immer mehr Fans und mehr kaufen die Spiele. So läuft das halt. So, Show ist zu Ende. Und hier, wo jetzt New steht, da ist unten diese Prozentzahl. Da ist jetzt gerade, wie fertig das Spiel ist. Und je besser die Werte sind von diesem Controller, der gelben Kugel, dem Malzeichen und der Musikabteilung, desto besser wird's. Oh, der will einen Fun-Boost machen. Klar, kann er versuchen. Jetzt kann ich da oben meine Disketten nehmen, um das so ein bisschen sicherer zu machen. So, 80%ige Chance. Oh, Penis, Alter. Jetzt regnet es Bugs. So. Andersrum wird es jetzt Grafikdinger regnen. Ne, Fun-Dinger waren es ja, ne? Ja, Level 2. Jetzt hat Genre einen aufgestiegen, meine ich.
So, die arbeiten alle schön. Well done. Und je cooler eure Leute sind, desto mehr Geld wollen die und desto mehr bringen die auch dem Spiel. Bei 40% kommt immer Grafik, da muss man halt den Grafikdesigner auswählen. Entweder man lässt es außerhalb erledigen, die relativ teuer sind, die aber Grafik 282er Skill haben, also schon sehr gut. Oder man macht es intern und dann guckt man, wen man da hat. Ich glaub, Graphics war jetzt nicht so toll, weil ich da hab, ne. Also lagern wir das Ganze aus hier auf den 950. Den 950er. Weil wie man sieht, grafisch ist das Spiel das bei 18 und deswegen muss das ein bisschen nach oben gehen. Los, nochmal. Das ist immer random, wie oft der das macht. Oh, nur 15, ey. So, es wächst. Jetzt haben wir schon 50% des Spiels fertig. Achso, weil die Kreativität hoch war. Gab so eine kleine... Oh, neue Konsole. Hier ist ja so eine Konsolenvorstellung. Playdion. Okay. Sind halt immer so Fantasienamen, die immer so ein bisschen den anderen ähneln. Aber ich kann jetzt leider nicht gucken, wie viel das, wie viel die Lizenz dafür kostet. Was man noch machen kann, ist halt... Moment. Oh, verdammt. Jetzt kommt der Sound. Bei 80% kommt immer der Sound. Da habe ich aber einen ganz guten. 126. Aber ich glaube, da spielen wir relativ gut. Das sind relativ hohe Werte. Kein Wert ist unter 50, naja. Ich glaube, wenn wir das fertig haben. Wenn es so einfach wäre, ne? Sehr gut. Genau, hier kann man noch seine Leute trainieren, aufsteigen lassen, dann feuern halt und neue Leute holen im Grunde. Hier, je nachdem, ich habe mal einen Hollywood Agent engagiert, voll teuer, dann kommen aber auch richtig geile Leute. Oh nein! Und hier kann man Train machen. Kann man die halt noch trainieren. Welche nehmen wir jetzt einfach mal? Einfach mal einen nehmen. Nee, den nicht, der Scheiß. Den Sound Engineer. Kann man dann auswählen, was er machen soll. Natürlich gehen wir weiter in Sound. Da, Movie. Wirkt jetzt wahrscheinlich ein bisschen komplizierter, als es letztendlich ist, aber ist ganz cool. Ich glaube, ich habe da mit schon 3 Stunden gespielt. Und was auch noch interessant ist, ab Studio 3 habt das Sequel und Konsole. Das heißt, ihr könnt Spiele fortsetzen, wenn die richtig cool geworden sind. Und ihr könnt eine Konsole entwickeln, wenn ihr Ingenieure in der Firma habt. Aber dazu dann... Also muss ich mich mal selber mit befassen noch. So weit bin ich ja noch nicht. Jetzt gerade erstmal in dieses große Büro eingezogen. Genau, es kommt Debugging. Das, was die meisten Firmen immer von den Usern machen lassen. Ich könnte aber mal einen aufleveln. Das kostet quasi die Disketten, die man einmal kriegt. Hey, den Director, der hat nur ein Level. Ja, immerhin. Allerdings 20% mehr kosten ja immer die Schweine. Hätte ich auch gerne. Ein Lehrgang, 20% mehr Lohn. So, jetzt kommt's gleich. Jetzt kommen gleich Zeitschriften, die testen dann das Spiel. So, wenn Debugging halt fertig ist. Da ist es. Jetzt könnte man sogar den Titel nochmal verwerfen, wenn man sagt, ah nee, da, die Werte sind nicht so gut. Aber habe ich noch nie gemacht. So. Magazine gucken nach. Reviews. 7. Jawohl, richtig geiler Schnitt. Ich glaube, mein höchster. Voll cool.
Oh, Pick-up-and-Play-Design. Oh, meine Fanbase wächst. So, jetzt wird's gerade verkauft. Jetzt sieht man, unten müsste eigentlich die... Genau, in der ersten Woche. Spiel 25, es wächst und wächst. 216.000 Mal, Rang ist 4. Platz Nummer 4 in der Woche. Verdammt. Aber reicht. Wie man sehen kann, wächst auch oben das Kapital. Und jetzt können wir nochmal eins machen. Wir nehmen jetzt nochmal einfach einen Auftrag an. Mit Graphic und Kreativität. Nein, ich will keinen Kreativboost. Weißt du, der ist teurer, dieser Kreativboost, als das, was wir dafür bekommen. Und das passt schon. Oh, fertig. Deswegen, so kann man auch ein bisschen was verdienen. Graphic und Sound, komm, machen wir mal. Richtig fetten Auftrag. Und das Geld wächst weiter, weil zum einen verkauft sich das Spiel noch weiter. Oh. Oh, jeder ist online. Spiel Nummer 25. Gibt nochmal einen Verkaufsboost. Sehr geil. Zenga, wer soll das wohl sein? Der Uranus. Sieht so ein bisschen aus wie der Sega Saturn. Ich denke mal, er soll es auch sein. Sobald die fertig sind, gucken wir mal, was das Ding kostet. Oh nein, ist eigentlich gelesen, was das war. Ist die Konsole raus? Nochmal richtig Asche bekommen. So, jetzt gucken wir mal. New Game. Ach ne, die Konsole gibt es noch. Da von Sony. Und Zenga. Alter, 12.000. 15.000. Ich glaube, ich muss ein bisschen sparen. Ja, machen wir nochmal einen für den Nintendo. Nintendo Super ES. So, nehmen wir mal ein RPG-Game. Nicht mit Golf, das ist glaube ich scheiße, sondern wir nehmen... ja, was nehmen wir denn? Ein Fantasy. Und qualitativ hochwertig soll es sein. Alter, hat kostet 2000. Nix. Genau, wer soll schreiben? Oh, wer war das? Ah, mein Hacker, Walt Sidney. Bin gespannt, was da rauskommt. Ja, im Grunde geht es dann halt immer so weiter. Neue Konsolen kommen raus, neue Spielegenres. Ihr könnt nachher selber eine Konsole entwickeln. Wo das alles hinführt, wie groß das Büro wird, weiß ich leider noch nicht. Aber das Spielzeug ich auf jeden Fall weiter. Kostet allerdings, glaube ich, 2 Euro oder um den Dreh. Aber hat sich schon bezahlt gemacht bei mir. Boah, 50. Ich glaube, das wird das Spiel. Deswegen, das kriegt ja jetzt schon Hype da unten. Ich glaube, da lasse ich noch einmal durchlaufen. Ich klicke das mal schnell durch. Und guck mal, was da rauskommt letztendlich. Yeah, Fantasy Level 3. Ah, Game 25 ist jetzt nicht mehr auf dem Markt. So, an der Grafik arbeiten. Wer macht es? Ich glaube, da haue ich jetzt nochmal richtig Geld raus. Weil wenn das vom Fun-Faktor schon mal 73 ist, bei 40%, da muss das ja voll Spaß machen. Komm schon. Mehr Grafik. Ah, sauber. Fünfte Mal. Jetzt hau da richtig rein. Ja, geil. Jawolle.
fehlt nur noch ein bisschen Sound. Aber kommt ja gleich bei 80%. Well done. Okay, Sound ploppt ab und zu mal auf. Die Global Game Awards. Zwei Spiele haben wir drin. Das einmal in der zweimal, ich habe gewonnen. Oh! Best Design. Oh! Beste Musik. Großer Preis. Meins nicht. Per Rapper the Hacker. Das ist cool. Von Per Rapper the Rapper. Großer Preis. Bin ich nicht mit drin. Ja, genau. 1 Million. Tagamochi. Also sind nur so Anspielungen drin. Ist auf jeden Fall geil. Oh ja, Fun Boost. Mach einen Fun Boost. Maximal wieder 80%. Komm bitte, letztes Mal war Fail. Oh nee, das wäre so geil gewesen. Wäre der irgendwo bei 130. Los! Sandy Klaus. Ach, deswegen sieht die auch so aus. Music. Wir brauchen richtig geile Musik. Was kostet denn hier ein guter? 1100 am Arsch. Da macht das der Hacker, Walt Sydney. Doch, das kriegt auf jeden Fall bei zwei Sachen über 100. Weil Grafik kommt auf jeden Fall auch nochmal 3 hoch. Boah, haut da rein. 5. Mal schon. Und Finish. Komm, Grafik, noch 2 Punkte. Oh nein! Ja, genau. Equipment Fail. Boah, wurde der zurückgestuft, alles. Wie unfair war das denn? Könnte so ein Tablet zerbrechen, ne? Haut man so viel Geld da rein und dann ist auf einmal alles kaputt. Ja, Morning. Warum ist er überhaupt in Unterhose? Voll die Fettigen. Boah, ist das ärgerlich. Sechs. Komm, gib mir eine 8. Na, super. Schlechter als der letzte. Na gut, das war Game Dev Story. Wie gesagt, lohnt sich auf jeden Fall, kostet ein paar Euro. Und ich sage einfach mal, bis im nächsten Spiel. Tschö. Oh, Platz 1. Oh, Sekunde. Yeah, sieht aus wie ein GameCube. Na gut, bis im nächsten Game. Tschö.